Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dwarf Fortress 42. Schön, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt. So, ich überlege gerade, was ich als nächstes machen wollte. Ja, genau. Ich fange mal an, ein bisschen tatsächliche Produktion zu bauen. Das heißt, als erstes möchte ich gerne Designations. Als erstes möchte ich gerne mehr Masons Workshops, und zwar einer reicht eigentlich, einer mehr. Aber dann ist es hier nicht ganz so leer. Dann würde ich ganz gerne auf keinen Fall unter diesem Wasser hier bauen. Das ist mega nervig, weil man die ganze Zeit davon informiert wird, dass über dem entsprechenden Feld, was gerade abgebaut wurde, Wasser ist, weil das tatsächlich relativ gefährlich sein kann. Und da muss man jedes Mal, wird das Spiel pausiert, da muss man da hinspringen. Und dann muss man die Designation eventuell neu setzen. Und das ist wirklich extrem nervig. Das heißt also, hier ist die Zisterne. Und wir gehen zwei Ebenen weiter runter und fangen erst da an, weiter zu bauen. So, ich hätte hier jetzt ganz gerne ein paar Güter einfach erstellt quasi, also hier Workshops gebaut, die Güter erstellen, die ich exportieren kann. So, und ich habe schon mal gesagt, ich bevorzuge normalerweise eine Pipeline-Architektur, was hier in diesem Falle jetzt nicht wirklich, nicht wirklich heftig ist, weil das noch ein recht kleiner Wirtschaftskreislauf ist, der hier entstehen wird. Was ich gerne machen möchte, das kann ich ja vielleicht mal so sagen, ist, wir brauchen ein Steinlager. Aus dem Steinlager werden dann Gegenstände hergestellt, also so Crafts einfach nur, sowas, das sind halt Flavor-Items im Grunde genommen, wie zum Beispiel, ja, ich weiß jetzt gar nicht, was da alles dabei rauskommen kann, aber halt unnützer Scheiß im Grunde, was sich Leute auf den Schreibtisch stellen oder so, oder Dekorationen für irgendwelche Räume. Und sowas in der Art. Dann würde ich gerne die Edelsteine, die ab und zu mal anfallen, im Moment haben wir ja noch nicht so viele davon, aber das werden noch wesentlich mehr, die würde ich dann ganz gerne nehmen, würde die Edelsteine bearbeiten und dann würde ich das Ganze zusammenfügen. Und dann habe ich quasi mit Edelsteinen besetzten unnützen Scheiß. Also quasi unnützen Scheiß mit unnützem Scheiß dran. Und den kann man aber super verkaufen. Und kann das eben eintauschen gegen andere Sachen. Um das zu tun, hätte ich ganz gerne, also hier, wir bauen jetzt einfach mal hier eine einfache Tür rein. Moment, so war das nicht gedacht. Nicht mit dem K-Tool, sondern natürlich mit dem D-Tool. Bauen hier einfach mal eine Tür rein. Und dann kommt hier ein Lager für unbehauene Edelsteine. Ja, kann ruhig ein bisschen größer sein. Ist ja nicht so schlimm. So, unbehauene Edelsteine bitte hier rein. Dann bauen wir hier eine Tür rein. Und dann kommt hier ein weiterer Raum. Man kann das auch alles in einem Raum machen, aber ich finde das so einfach schöner. Kommt hier ein weiterer Raum hin. Na, ich mache eine Doppeltür. Warum auch nicht? Dann kann ich das hier noch ein bisschen weitermachen. Kommt hier noch ein Raum hin. So, 1, 2, 3, 4, 5. Hier kommt mein Gem-Cutter rein. Der kann dann aus den Edelsteinen, aus den unbehauenen Edelsteinen, der schneidet die halt, oder wie auch immer das bei Edelsteinen heißt. Und dann kommt hier ein zweiter Lagerraum. Und in dem werden dann die fertig gecutteten Edelsteine gelagert. So, dann kommt hier zwischen eine Tür. Und ja, was kommt hier hin? Ich würde sagen, hier kommt die Verarbeitungsstätte hin, wo beides zusammengefügt wird. Das würde, glaube ich, ganz gut passen. Ist auch 5 hoch. Und dann kommt hier ein weiterer Lagerraum hin für Sachen, die fertig bearbeitet wurden. Also alles, was quasi fertig ist, zum Handelsdepot gebracht zu werden, wenn der Händler eintrifft
Und dann kommt hier ein Lagerraum hin für machen wir mal die fertigen Sachen hier hin. Ist ja letztendlich sowieso noch nicht alles entschieden. Man kann das hier mit Bins quasi, heißen, also mit so Boxen, die kann man in den Lagerraum reintun, dann kann man von diesem kleinen Scheiß, kann man da eine ganze Menge mehr lagern. Und das werde ich, glaube ich, dann auch machen. So, dann kommen nämlich hier Steine rein und der Craft Dwarfs Workshop. Das müsste jetzt eigentlich relativ... Ich mach's nochmal weg. Ich mach's einfach nochmal weg. Ihr habt ja, glaube ich, inzwischen schon gemerkt, dass mir das Ganze hier relativ am Herzen liegt, dass das alles ordentlich ist. Moment, das wollte ich doch gar nicht machen. Ich wollte DX machen. Ja, genau. So. Also nochmal den ganzen Spaß. Unbehauene Edelsteine. Kann ruhig ein bisschen größer sein, da kann man zwar auch Boxen reintun. Aber egal. So, und dann habe ich hier nämlich einen Zugang, der 2 breit ist. Das ist ein bisschen besser. Als wenn sich die Zwerge eventuell in der Tür im Weg stehen, dann gehen die. Das dauert relativ lange, bis die übereinander hinweggestiegen sind, wenn die sich ein Feld teilen müssen. So, unbehauene Edelsteine. Danach muss also auf jeden Fall der Gemcutter. So, und den Gemcutter baue ich dann einfach mal hier hin. Eins, zwei, drei, vier, dann ist das Ganze 5 breit. So, hier kommt der Gemcutter hin und dann kommen hier fertig behauene Edelsteine quasi hin. So, dann brauche ich ein Lager für Steine. Dann baue ich das mal hier hin. Ich meine, das ist jetzt... Ich muss mal nachzählen, wie viel ich da oben gemacht habe. Moment, DX. Mache ich mal das hier wieder weg. So, und dann zähle ich mal. Hier habe ich 1, 2, 3 unten und dann 1, 2, 3 oben. Alles klar. Hier habe ich 1, 2, 3 unten und dann 1, 2, 3... So, dann ist jetzt auch... Da muss eine gewisse Symmetrie drin sein. Dann kommt hier jetzt der Craft Dwarf hin. Oder auch mehrere. Moment, wie breit ist denn das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. Nee, das ist noch nicht gut. Mit einem 6 breiten passen 2 Workshops direkt nebeneinander. Das heißt, ich mache das Ganze 9 breit. Und genauso mache ich das hier oben auch 9 breit. Ah ne, das war die falsche Taste. So, jetzt ist es 9 breit. Und dann brauche ich natürlich hier jetzt den Übergang zum Lagerraum. So. So, hier sind also gecuttete Edelsteine. Und hier sind gerade fertig gewordene Güter. Und als letztes soll das Ganze dann zusammengefügt werden. Oh, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie das geht und was für Workshops ich dafür brauche. Ich glaube, dafür brauche ich einen Gemcutters Workshop. Aber ich bin mir nicht so sicher, dass ich da das drauf wetten will, dass ich hier das eventuell umsonst ausgehoben habe, weil es nicht symmetrisch ist. Nein, das heißt, ich lasse das erstmal ausheben und dann warte ich darauf. Und inzwischen gucke ich mal, ob ich den Brunnen bauen kann.
Blöcke und Mechanismen brauche ich immer noch. Scheinbar ist mein Mason, Carpenter, Woodcutter, Woodcutter ist er ja nicht, aber Mason und Carpenter und Mechanic ziemlich überlastet. Das heißt, ich brauche einen zweiten davon. Und ich habe ja schon gesagt, es ist bei denen hier völlig egal, ob die für eine gewisse Aufgabe geeignet sind oder nicht. Das heißt, sie brauchen dann nur länger und das Endprodukt ist von niedrigerer Qualität, was bei diesen Sachen jetzt nicht unbedingt so wichtig ist. Ich werde mir also jetzt, wenn ich mehrere habe, direkt mal einen neuen Beruf machen. Und dieser neue Beruf, Moment, wo habe ich ihn denn? Farming, nee, das ist ja... Oh, diese Leute haben die irgendwas gepflanzt? Ja, die, oder haben die nur was abgebaut und haben die deswegen... Ja, wahrscheinlich haben die ein paar Pilze geerntet und haben deswegen ein paar Level darin bekommen. Ist aber auch nicht so wichtig. Was ich eigentlich möchte, ist mein Carpenter hier. Der macht Carpenter, Masonry Mechanics. Und er soll bitte nicht mehr Hauling betreiben. Und ist das hier alles... Road Building, Push Haul Vehicles, Refuse Hauling, Stone Hauling, Trade Goods Hauling, Water Hauling, Wood Hauling, Cleaning auch nicht, Construction auch nicht, Deconstruction nicht, Road Building nicht und Levers nicht. Das nehme ich ihm alles weg. Das heißt, er macht nur noch die Sachen, für die er wirklich gedacht ist. Und dann nehme ich... Moment, kann ich das nicht irgendwie machen hier? Ich will den, warum ist der denn hinterlegt? Das frage ich mich auch gerade. Also ihr seht, es sind eine ganze Menge Features dazugekommen mal, die ich noch nicht kenne und wo ich selber... Wo ich selber nicht genau weiß, was hier abgeht. Und dieses Lilane ist eins davon. Und hier sieht man mal, wie komplex eigentlich die... Das kann ich eigentlich mal vorlesen hier, weil das wunderschön ist, wie komplex der Gefühlszustand dieser Leute ist. Also innerhalb der letzten Woche hat sie in ihrem eigenen Bett geschlafen und ist deswegen... findet das gut. So. Hat eine schöne gebaute Tür gesehen, findet das auch gut. Ist völlig euphorisch, weil sie total besoffen ist. Fand es nicht so toll, dass sie trinken musste, ohne dafür einen Becher oder einen Kelch benutzen zu können. Aha, das gab es früher nämlich, glaube ich, auch noch nicht. Ist frustriert, weil sie... Oh... Weil sie kein Handwerk für längere Zeit betreiben konnte. Die Esshalle, die wir haben, die ist super. Deswegen ist sie, das hat sie ein bisschen fröhlicher gemacht, als sie da gegessen hat. Ein gutes Schlafzimmer, da ist sie auch ganz fröhlich. Hat sich mit einem Freund unterhalten und deswegen auch. Es sind halt unterschiedliche Gefühle und ich habe das Gefühl, die beeinträchtigen den Zustand auch in unterschiedlicher Art und Weise. Okay, im Frühling war sie die ganze Zeit besoffen. Ja, alles klar. War fröhlich darüber, dass sie schön arbeiten konnte und sich da handwerklich betätigen konnte, weil sie nämlich, glaube ich, handwerklich begabt ist oder sich für Handwerk interessiert auch. Ansonsten hat sie sich mit jemandem gestritten und ist deswegen ein bisschen wütend geworden und es gab keine Stühle. Das sollte inzwischen ja nicht mehr so sein. Es gibt jetzt wenigstens ein paar Stühle. Und was macht... Ach so, das ist halt meine... Die Handelstussi. Das ist okay. Was ich aber eigentlich gerne machen würde, ist diesen Zwerg, der hier Carpentry und so hat. Ja, warum geht denn das nicht? Customization? Doch,
New custom professions from profession from this unit. So, Carpenter. Und ich nenne das einfach mal Handwerker, obwohl ich normalerweise in Spielen sehr, sehr ungerne Englisch benutze, aber ich weiß gerade nicht, wie das überhaupt auf Englisch heißt. Icon gibt's nicht, ja, das ist alles okay. Das sind halt die Sachen, die ausgewählt sind. Und ich drücke einmal okay. Habe ich hier meinen Handwerker als Beruf. Und jetzt suche ich mir mal einen raus, der nur Scheiß hat als Skills. Der hier kann gar nichts. Ich nehme einfach mal die hier. Oder ich suche mir tatsächlich mal jemanden raus, der handwerklich begabt ist. Das wäre doch mal was. Auch wenn ich am Anfang gesagt habe, so ein Micromanagement will ich nicht machen, aber warum eigentlich nicht? Was ist eigentlich mit Stress? Ich weiß nicht genau, was hier Stress verursacht. Ja, die ist sehr ruhig. Ist oft geil. Prügelt sich gerne. Oh, das ist so schwer online zu übersetzen quasi, ne? Boah. aber ist, glaube ich, nicht die ich eigentlich haben möchte. Is not careful with resources and spends unnecessary effort. Doesn't mind a little discord in day-to-day living. Is quite polite, is somewhat fearful in the face of imminent danger. Is not inherently proud of their talents and accomplishments. Thinks they are fairly important in the grand scheme of things. Can occasionally lose focus on the matter at hand. Sees life as unfair and doesn't mind. Sees lying as an important means to an end. Dreams of creating a great work of art. Ich werde einfach mal hier tatsächlich, Moment, Set Profession, genau, also ist jetzt ab jetzt ein Handwerker, herzlichen Glückwunsch, eingezogen in die Handwerksklasse. Das heißt also, jetzt habe ich nicht nur einen, der ab und zu mal Jobs annimmt aus dem ganzen Metier, sondern jetzt habe ich zwei. Und eventuell könnte ich darüber nachdenken, sogar noch einen dritten dazu zu nehmen. Ja, warum eigentlich nicht? Gucke ich mal bei dem hier. Ne, bei der hier. Dreams of raising a family. Okay. Oh, ein Zwerg, der sich nicht gerne prügelt. Ich glaube, das ist relativ selten. Dreams of mastering a skill. Und hat ansonsten auch nur Mist. Achso, ich könnte mal unter Military gucken. Was ich denn genau hier für... Ich habe gerade einen, der tatsächlich mir Militär... Ja, der ein Schwert schwingen könnte. Den habe ich gerade zum Handwerker gemacht. Naja, ist nicht so schlimm. Ich habe ja noch ein paar andere Leute, die tatsächlich sowas auch machen könnten. Einen, der hier so einen Morgenstern oder sowas und einen Knüppel und so haben könnte und einen, der eine Axt ganz gut führen kann. Ich glaube, also da wir Silber als Metall haben, daraus kann man super Hämmer herstellen, weil Silber eben sehr schwer ist. Die Hämmer schwingen sehr schnell und machen dann entsprechend hohen Schaden. Ich glaube deswegen, Hämmer wären relativ gut erstmal herzustellen. Für scharfe Waffen, so wie Schwerter und sowas, dafür ist Silber nicht so wirklich geeignet. Äxte wahrscheinlich auch nicht so wirklich. Da hätte ich am liebsten eigentlich zum Beispiel Stahl oder sowas in der Art, aber das habe ich ja im Moment nun mal leider nicht. Aber ich werde mal gucken, dass der zweite, den ich jetzt noch zu Handwerk hinzufüge, nehme ich mal diese hier. Oder was hatte die nochmal? Dreams of Raising a Family. Und, Moment. So, da ist der Tooltip. Dreams of Mastering a Skill, genau. Wird auch Handwerker.
Alles klar. Zurück zum Spiel. Damit müssten wir jetzt wesentlich bessere Möglichkeiten haben, hier unsere Sachen tatsächlich mal herzustellen, die wir schon seit langer Zeit haben wollen. Wichtige Sache übrigens noch, vor allen Dingen, wenn ihr nicht so viele Sachen mitgenommen habt, ist, wie sehen überhaupt die Lagerplätze aus? Was ist da alles gelagert? Und das geht mit der Z-Taste. Jetzt kann ich zum Beispiel sehen, ich habe so ungefähr 50 Fleisch, ungefähr 50 Fisch und ungefähr 50 Pflanzen in meinen Lagerhäusern und ungefähr 40 was zu trinken und keine Samen mehr. Keine Samen mehr, das liegt daran, dass die alle gepflanzt wurden, dann fertig waren und abgebaut wurden und dann gelagert wurden. Und ich kriege die Samen ja erst wieder, wenn die Pilze gegessen wurden, die da rausgekommen sind. So, das Problem ist jetzt das ist natürlich überhaupt nicht genau. Und das wird erst dann genau, wenn man tatsächlich einen Zwerg zuweist, da gibt es einen Beruf für. Der läuft dann die ganze Zeit durch das Vor und zählt Sachen. So einen habe ich im Moment aber noch nicht. Was ich aber noch machen könnte, wäre den Broker-Job zuweisen, weil wir haben ja schon einen, der dafür eigentlich prädestiniert ist. Und das geht mit der N-Taste. Da kann ich mir hier meine Nobles angucken, also quasi meine etwas speziellen Leute. Expedition Leader ist der Lilane gerade. Der wird automatisch zugewiesen. Militia Commander ist ja klar, das ist der Kommandant der Miliz. Der Sheriff, weiß ich nicht genau, was der macht. Der Hammerer bestraft Leute, wenn sie Gesetze gebrochen haben, dann läuft er rum und gibt denen einen mit dem Hammer. Dem kann man einen leichten Hammer geben, dann ist die Strafe nicht ganz so hart. Man kann ihm auch einen Silberhammer geben, dann kloppt er die Leute einfach zu Brei als Strafe. Dann gibt es einen Manager, den brauchen wir demnächst auch mal. Ihr seht ja, also ich werde das dann nochmal in mehr Detail erklären, wenn ich die entsprechenden Leute zuweise. Aber ihr seht ja zum Beispiel, wir haben hier in den Workshops, da können wir immer nur 10 Jobs verteilen und wir müssen die auf jeden Workshop einzeln verteilen und sowas. Und ein Manager macht das für uns. Das heißt, alles, was ich mache, ist, ich rufe ein Menü auf, sage, ich hätte gerne 500 Türen. Und dann geht der Manager rum und gibt den einzelnen Workshops die Jobs. Und dann holen sich meine Zwerge in den Workshops die Jobs ab. Und das heißt, ich muss dieses Micromanagement nicht mehr betreiben. Dafür muss ich dem aber dann auch ein Büro bauen, wo der seine Tätigkeit verrichten kann und so. Das heißt, das ist nicht unbedingt ein Pappenstiel. Und dann gibt es natürlich hier den Broker, den wollte ich ja gerade zuweisen, und zwar dem Expedition Leader. Der braucht kein Büro, den haben wir einfach so. Und es gibt einen Bookkeeper, der läuft die ganze Zeit durch das Fort. Also erstmal holt er sich ein Fass mit Alk. Und dann holt er sich das Fass mit Alk in sein Büro und dann setzt er sich hin und fängt erstmal an zu grübeln und zu saufen. Und dann erstellt er tatsächlich eine Liste von allen Sachen, die wir so in unserem Fort haben. Und damit das möglichst genau ist, sollte das auch das Einzige sein, was der tut. Und ich werde hier direkt mal ein paar Büros ausheben, denn früher oder später werde ich die ja sowieso brauchen. So, und was ich sowieso noch machen wollte, ist ein paar mehr Schlafzimmer bauen. Das kann ich dann auf der anderen Seite direkt machen. Übrigens, wenn man für mehrere hundert Zwerge tatsächlich diese ganzen Geschichten hier machen muss, dann wird das kompliziert, dass die Zwerge tatsächlich zu ihren Schlafzimmern wirklich hinkommen. Und da gibt es eine ganze Menge kluge Leute, die Muster entworfen haben, wie man sowas tun könnte. Und ganz besonders beliebt sind unter Spielern eigentlich Fraktalmuster, die sich hier im Spiel bewährt haben, weil sie, ja, wie soll ich das erklären? Weil Gänge, wo viele Zwerge durchgehen, automatisch breiter sind und Gänge, wo weniger Zwerge durchgehen, sind automatisch etwas weniger breit. Und dann verhält es sich so, dass die Zwerge möglichst schnell zu ihren Betten kommen und von den Betten wieder weg, nachdem sie geschlafen haben.
Ich bin, was das angeht, nicht ganz so krass. Wäre es aber gerne, aber das ist mir einfach wirklich... Moment, 1, 2 frei, genau so. Das ist mir im Moment noch wirklich zu komplex, sowas zu bauen. Deswegen baue ich hier einfach ganz normale Räume, die dann zu Schlafzimmern und oder Büros ausgebaut werden können. Ich werde hier auf der rechten Seite ganz oben erstmal Büros bauen und auf der linken Seite dann noch ein paar Schlafzimmer bauen. Und das sollte dann erstmal für die erste und zweite Migrationswelle reichen. Aber ich bereite hier schon mal ein Skelett vor, wo man dann noch weitere Räume hinbauen kann. So. Das dauert halt so sein Weilchen. So, und hier seht ihr schon, hier muss ein Zwerg halt hier ganz außen rumlaufen, um in so einen Raum zu kommen. Das ist halt nicht so wirklich toll geplant. Aber andererseits, so groß ist der Umweg dann auch noch nicht. Also es wäre zum Beispiel besser gewesen, wenn da, wo jetzt in der Mitte des Bildschirms ein Raum ist, wenn da eigentlich ein Flur gewesen wäre. Aber daran habe ich in dem Moment noch nicht gedacht. So, wie sieht es aus bei meinem Mason? Der baut im Moment noch Blöcke. Was ich ganz gerne noch hätte und was man definitiv auch immer braucht, sind Falltüren. Das heißt, ich gebe davon gleich mal die ein oder andere in Auftrag. Dann gehe ich gleich mal zu meinem Carpenter. Gebe nochmal 10 Betten in Auftrag. Und dann gehe ich mal in meine Brauerei und hätte gerne Brew Drink From Plants, also AB. Ich mache mal zwei Fässer Plump Helmet Wine, wird das jetzt wahrscheinlich sein. Und da holt er sich auch direkt einen Pilz und ein Fass und fängt an. So will ich das haben. Und es ist Herbst geworden. Das heißt, ich erwarte eigentlich im Herbst die erste Karawane tatsächlich, die hier ankommt und mit mir handeln möchte. So, ich habe hier noch eine Küche und da kann ich doch direkt mal meine ganzen Plump Helmets zu Mahlzeiten verarbeiten. Die bringen meinen Zwergen ein bisschen mehr Freude, wenn sie die essen. Oh, das ist ja... Das ist total schön, dass im Herbst, guck mal, im Herbst werden die, oh nee, Moment, oh, da sind Pflaumen runtergefallen von dem Baum. Da sind Pflaumen runtergefallen. Das ist ja geil, das kenne ich von früher auch, hier sind Pfirsiche runtergefallen. Das kenne ich von früher auch noch gar nicht. Die kann ich doch bestimmt sammeln und dann kann ich daraus Wein machen. Naja, mache ich im nächsten Jahr. Im Moment bin ich noch anderweitig beschäftigt. Was ich jetzt ganz gerne hier hätte... Moment, wie sieht es denn hier unten eigentlich aus? Ja, da bin ich noch lange nicht fertig mit dem Ausbau. Aber was ich schon mal machen kann, ist, hier unten sollte ja ein Steinlager hin. Das heißt, ich kann schon mal hier direkt ein Steinlager auch zuweisen. Dann können die ganzen Leute, die momentan nichts zu tun haben, können schon mal Steine dahin schleppen. Und es ist übrigens auch so, wenn ich 3 Schubkarren für ein Lager habe, dann bedeutet das, dass maximal, oder zumindest war es früher so, dass maximal 3 Leute gleichzeitig da was transportiert haben. Weil halt maximal 3 Schubkarren gleichzeitig belegt sein können. So, hier werden gerade noch ein paar Mechanismen gebaut. Das ist okay. Und hier wird lustig jetzt Essen zubereitet. Und für ein Lavish Meal, also ein richtig gutes Essen, brauchen wir 3 Zutaten. Das heißt also, das ist quasi im Verhältnis 3 zu 1 wird da Essen gemacht.
Und teilweise dadurch, dass wir jetzt das Essen zubereiten, bekommen wir natürlich auch die Samen wieder, die in den Plump Helmets drin waren. Zumindest hoffe ich das. Denn ansonsten kriegen wir bald ernsthafte Probleme mit dem Essen. Sollte aber eigentlich so sein. Und hier ist inzwischen genug Platz, um B wie M einmal zu drücken und hier einen zweiten Masons Workshop hinzubauen. So, wir haben weiteres Tetrahedrite gefunden. Das ist natürlich schön. Und ich hätte ganz gerne im zweiten Masons Workshop etwas, ein paar Stühle und ein paar Tische. So, 5 von jedem. Dann kann ich nämlich gleich meine Halle erweitern hier, mein Esszimmer quasi. Und ich hätte ganz gerne ein Stockpile hier, wo all das gelagert wird, was momentan noch kein Zuhause hat. Damit ich endlich da oben mal den Wagen abbauen kann und die Meeting Hall versetzen kann. Und das heißt also, ich drücke hier Settings und drücke einfach mal hier bei allem Enable. Wobei ich nicht Enable drücke bei Stone. Jegliche Art von Steine, ansonsten ist das Unsinn. Bei Refuse nicht, bei Corpses nicht, bei Furniture, da habe ich schon ein Stockpile für, Food habe ich schon ein Stockpile für. Und Gems will ich gleich einen bauen. Und Wood soll da auch nicht gelagert werden, ansonsten wird das ganze Ding gleich mit Baumstämmen vollgeladen und das bringt mir ja nun wirklich gar nichts. So, jetzt müsste alles, was hier oben noch auf dem Wagen liegt, müsste jetzt da runtergebracht werden. Und jetzt kann ich endlich mal gucken, was genau für ein Item diese beiden Ausrufungszeichen sind. Oh, das sehe ich immer noch nicht, aber irgendwas ist das. Ach, das sind Käfige, glaube ich, ne? Kann es sein, dass das Käfige sind? Bin ich mir nicht ganz sicher. Was ich dann noch machen kann, aber erst wenn meine Leute ja tatsächlich die ganzen Items weggeholt haben, ist den Wagen abbauen. Denn man kann den Wagen, mit dem man kommt, kann man abbauen, kriegt man glaube ich 3 Holz für. So, meine Leute tragen hier alles schön lustig rein. Was ist das Y? Ein Jack, alles klar. So, Baumstämme werden auch eingetragen, weil wir beim Carpenter natürlich ordentlich benutzt haben. Und was futtert der hier? Ich weiß nicht genau, was hier ist. Diese Anführungszeichen. Also ich vermute einfach, der sitzt da und futtert sich ein Fleisch rein. Aber genau wissen tue ich das natürlich auch nicht. So, und dann gucke ich nochmal auf Z. Wir haben noch 10 Fleisch, ja, weil teilweise natürlich für unsere Mahlzeiten, die wir jetzt hier zubereitet haben, tatsächlich auch Fleisch gebraucht wird. Und jetzt würde ich ganz gerne mal gucken, was das hier ist. Ach, das sind die Blöcke. Alles klar. Das heißt, wenn die Blöcke fertig sind, ich gehe mal davon aus, der andere Kram ist auch fertig. Das heißt, wir können hier endlich den Brunnen bauen. BL. Needs Open Space heißt, darunter muss frei sein, deswegen habe ich hier ja auch einen Channel gegraben. Hätte ich gerne, ein Seil brauchen wir auch noch, da haben wir ja zum Glück welche mitgenommen, denn an die kommt man relativ schwer ran. Das ist relativ umständlich. Und jetzt sollte hier gleich auch direkt jemand kommen und da tatsächlich den Brunnen bauen. Oh, ein Fohlen wurde geboren. Das heißt, irgendjemand, der Einwanderer, hat scheinbar ein Pferd mitgebracht und das war schon schwanger und hat uns jetzt ein kleines Fohlen geboren. Ein Outpost Liaison oder so, ich weiß nicht genau, wie sehr er sich ausspricht. Der ist gekommen. Das heißt, der will sich jetzt mit unserem Leiter hier unterhalten. Aber unser Leiter hat natürlich noch überhaupt kein Büro, das ist ja nicht so toll. Das heißt also, wir bauen hier erstmal ein kleines Büro. Nee, Moment, der Tisch kommt nicht in die Mitte.
Man muss das Büro nicht so bauen, wie ich das jetzt hier baue. Ich mache das nur so aus Spaß. Baue ich ihm hier einen Tisch rein. Und ich habe gar keine Stühle mehr. Das ist natürlich blöd. Aber eine Tür kann ich ja schon mal einbauen. Und ansonsten kommt hier gleich daneben noch weitere Büros. Da kann ich natürlich auch schon mal die Türen einbauen. Dann brauche ich noch Tische hier in diesen ganzen Büros. Und weitere Tische habe ich gar nicht. Jetzt hoffe ich einfach mal. Genau, hier werden momentan noch Tische gebaut, aber gleich Stühle. Ich kann hier schon mal 5 Stühle bauen. Hoppala. Und dann kann ich auch gleich noch, wenn ich schon mal dabei bin, 5 Tische bauen. Dafür haben wir die ganzen Jungs ja hier. Und die Betten sind fertig, dann baue ich also neue Betten. So, die Türen sind inzwischen eingebaut. Und jetzt sind Händler da. Ich weiß nicht genau, was für welche das sind. Sind das sogar Zwergenhändler? Muss ich gerade mal gucken. Ja, das sieht nach Zwergennamen aus. Ja, tatsächlich, das sind Zwerge. Die haben Güter gebracht. Das Blöde ist nur, ich habe noch nichts, womit ich wirklich mit denen handeln kann. Die bleiben jetzt einen Monat. Die bleiben bis Anfang Frühling. Oder? Ist jetzt Winter? Nee, jetzt ist Herbst. Das heißt, die bleiben bis Anfang Winter. Aber ich habe nichts, was ich denen anbieten kann. Das heißt, auf die Schnelle, würde ich sagen, baue ich einfach mal einen Workshop. Und zwar will ich ein Craft Dwarfs Workshop. Den baue ich erstmal hier hin. Baue ich einfach aus Holz. Ich reiß das Ding sowieso wieder ab, weil hier unten meine ganze Edelsteinverarbeitung natürlich noch überhaupt nicht fertig geworden ist. Moment, R, was ist R? Ist das eine Ratte ist es nicht, ne? Oh, das ist ein Hase. Alles klar, R steht für Rabbit. Irgendjemand hat also auch seinen Pet-Hasen mitgebracht, quasi. Und inzwischen müsste ich 2 Stühle zumindest haben. Das heißt also, hier kommt erstmal ein Stuhl, 2 Stuhl. Und das war es auch schon, was ich habe. Und einer unserer Hunde hat auch gleichzeitig noch einen kleinen Welpen geboren. So, ich mache hier erstmal einen Raum draus. Oh nee, das ist die falsche Art von Raum. Ich muss den Raum, ich drücke nochmal auf F. Ich muss warten, bis der Stuhl platziert ist und dann muss ich den Raum aus dem Stuhl bauen. So. Aber der Liaison hat uns gefunden. The world is the same as ever. Oh, cool. Also der erzählt uns sogar, in der Zwischenzeit, früher war das nicht so, wenn in der Zwischenzeit irgendwas passiert ist. Das ist ja richtig geil. So. Was soll die Karawane der Zwergen das nächste Mal mitbringen? Das kann ich jetzt einstellen. Und dann das nächste Mal hat die Karawane der Zwerge etwas mehr von dem mit. Eventuell jedenfalls, man weiß es nicht so richtig. Und ich weiß relativ gut, was ich haben will. Mit Plus und Minus kann ich auf der linken Seite scrollen und mit dem Ziffernblock kann ich auf der rechten Seite scrollen. Ich hätte ganz gerne. Ja, was hätte ich denn eigentlich ganz gerne? Eben habe ich noch groß getönt und gesagt, ich weiß ganz gut, was ich haben will. Ich hätte ganz gerne Cave Spider Silk Thread. So, drücke ich auf 6 oder 4, dann kann ich den Slider hier verändern.
Ansonsten hätte ich noch ganz gerne. Nee, Moment. Thread will ich gar nicht haben. Ich will die fertigen Seile haben, natürlich. Muss nicht unbedingt Pigtail Rope sein, kann auch. Ist eigentlich ganz egal, was für Seile das sind. Dann hätte ich ganz gerne. Irgendwas, woraus ich Metall herstellen kann, irgendwas zum Schmelzen. Ich werde erstmal Metal Bars, nee. Ja, warum eigentlich nicht? Ich weiß ja immer noch nicht, ob sich auf dieser Karte tatsächlich Eisen befindet. Das heißt, ich bestelle erstmal eine ganze Menge Eisenbarren. Das reicht mir eigentlich schon. Hauptsache Eisenbarren erstmal. So, und das ist das, was ich jetzt ausgewählt habe, quasi. So. Das war also das Exportabkommen. Und jetzt sagt er mir noch, was die gerne hätten. Die bezahlen also, sie sind bereit, wenn die Karawane das nächste Mal kommt, sind die bereit, mehr für diese Sachen zu bezahlen, die hier jetzt angezeigt werden. Also Figuren, Fisch, große Edelsteine, Ringe, alles Mögliche an Munition, also Bolzen und so weiter. Das ist gut zu wissen. Ich werde es in 10 Sekunden wieder vergessen haben. Und damit ist er jetzt abgezogen. Das heißt, er ist noch hier, aber unser Gespräch ist jetzt beendet. Das ist so ziemlich alles, was der von uns wollte. Und jetzt hätte ich ganz gerne genau hier ein Büro. Und zwar, wo der Expedition Leader drin ist. Das braucht man nicht unbedingt, aber ich mache es einfach trotzdem. So, als nächstes hätte ich ganz gerne meinen Bookkeeper. Der ist definitiv sehr, sehr, sehr hilfreich. Und das heißt, davon hätte ich ganz gerne möglichst jetzt schon jemanden. Und er kommt in diesen Raum. Der braucht eigentlich nur einen Stuhl in seinem Raum, ich gebe ihm aber zwei, damit das so ein bisschen symmetrischer aussieht. Ihr habt es erraten. Guck mal, wie viel hier noch gebaut werden soll. Nee, das ist alles noch ganz okay. Dann hätte ich ganz gerne jetzt einen meiner Leute tatsächlich auch als Bookkeeper, und zwar fest, und der soll nichts anderes machen, damit ich immer möglichst genaue Zahlen habe, was in meinem Fort gerade vorgeht. Ich nehme einfach mal ihn hier. Der kann Schafe scheren. Das ist nun wirklich nicht viel. Ich mache mal eine. Ne, Moment. Ihn hier. Und zwar mache ich da einen neuen Beruf draus. Und nenne das. Ich wette, ich habe es falsch geschrieben. Irgendwas muss ich hier falsch geschrieben haben. Schreibt er sich mit 2K oder nur mit 1K? Ist ja letztlich auch vollkommen egal. So, ich habe dessen Beruf jetzt als Bookkeeper gesetzt. Moment, Hauling soll der auch nicht betreiben. Der soll wirklich gar nichts machen. Der soll nur rumgammeln und seinen Alk trinken. So, jetzt muss ich natürlich Bookkeeper auch entsprechend verändern. So, der wird. Ne, Bookkeeper hat das nämlich noch drin. Okay, dann mache ich hier mal Rechtsklick drauf und nehme einfach alles raus. Kann ich das. Kann ich hier nicht die ganze Liste auswählen? Ne, kann ich leider nicht. So, also keine einzige Arbeit. Und das ist Sanek Okikerol oder wie auch immer der sich aussprechen will. So, das heißt also, ich gehe jetzt hier mal kurz in diesen in diese Ebene und mache ihm sein Büro. So, Assign Chair. So, nicht, dass ich jetzt über ihn rübergescrollt bin, bin ich sicherlich
wirklich. Ah ja, genau, hier ist er. Das heißt, das ist jetzt sein Büro. Jetzt muss ich ihn nur noch unter dem N-Menü auch tatsächlich als Bookkeeper zuweisen. Und irgendwas braucht der. Was genau braucht der denn? Ich hätte ganz gerne die höchstmögliche Präzision. Your bookkeeper needs to work in an office to improve precision. Ja, der hat ja gerade ein Büro gekriegt. Ich weiß nicht, ob der das nur noch nicht in Beschlag genommen hat oder ob das nicht funktioniert. Da muss ich gleich mal gucken. Und bevor es jetzt irgendwie weitergeht, habe ich hier den... Nee, das habe ich nämlich noch nicht. Ich hätte ganz gerne einen Craft Dwarf. Aber ich habe ja momentan eigentlich noch nichts, wo das wirklich... Also ich will mich nicht auf Woodcrafting eigentlich verlassen. Aber weil da gerade so viel Holz in der Nähe des Handelsdepots liegt und ich sowieso keinen Woodcrafter habe, werde ich einfach mal irgendeinen auswählen, werde den zum Woodcrafter machen. So, da baut er auch schon seinen Workshop. Und dann gehe ich hier in den Workshop und hätte ganz gerne Woodcrafts. Ich gucke gerade, was der sonst noch so alles machen kann. Der kann eine ganze Menge machen. Aber ich mache einfach mal... Und jetzt weiß ich auch... Make Wooden Crafts, genau. So, Ich hau ihm erstmal die Hucke voll. Und jetzt hätte ich noch ganz gerne... Ja doch, das reicht erstmal. Was ich jetzt noch ganz gerne hätte, wären Stone Mux. Denn ihr habt eben gesehen, meine Leute sind nicht gerade zufrieden, wenn sie einfach so aus dem Fass trinken müssen. Das heißt also, ich kann die aber hier, glaube ich, beim... Kann ich die beim Mason oder beim... Ja, schade, die kann ich wohl nicht beim Mason bauen. Aber was ich bei Mason noch bauen kann, sind zusätzliche Türen natürlich. Und zusätzliche Hedge-Covers. Also Falltüren. Falltüren baut man so ähnlich wie Türen, nur man setzt sie auf Treppenhäuser auf. Und es kann zum Beispiel mal sein, dass Zwerge auf Treppen ausrutschen und dann fallen sie bis zur nächsten Falltür runter. Und das kann eventuell relativ tief sein. Und dann brechen die sich alles und gehen dann drauf. Das ist dann nicht so schön. So, wir machen erstmal schön weiter diese Woodcrafts und ihr seht hier, die werden hier, das ist dieses Ankh, glaube ich. Genau, da ist ein Amulett aus irgendeiner Holzsorte, das wurde hier eingelagert. Was ich ganz gerne noch hier in Dwarf Therapist gemacht hätte, wäre demjenigen, den ich hier das Woodcrafting gegeben habe. Dem hier seine ganzen Labors wegzunehmen, also das Hauling wegzunehmen. Damit er sich jetzt darauf konzentriert, bis die Karawane wieder abgefahren ist, möglichst viel von dem Zeug tatsächlich zu machen, was ich hier in Auftrag gegeben habe. So, der Carpenter macht weiterhin noch ein paar Betten. Die kann man wirklich immer gebrauchen. Und ich habe eben gerade halt gesehen, ich brauche also den Craft Dwarf Workshop, um um nachher die Edelsteine und meine Crafts zusammenzufügen. Und wo ich gerade Bookkeeper sehe, wollte ich eigentlich nochmal gucken. Ach so, ja, das wäre rot, wenn er kein Büro hätte, glaube ich. Deswegen ist das okay. Deswegen funktioniert das. Und ihr seht also, der Bookkeeper, wenn ich mehr von diesen Stockpiles hätte, also mehr Lagerräume hätte, dann würde das wesentlich länger dauern. Aber der Bookkeeper hat sich tatsächlich dazu entschlossen, die Zahlen hier zu präzisieren. Und wir sehen, wir haben noch 23 Plump Helmets, 28 zu trinken.
Wir haben so wenig Plump Helmets, weil das alles in tatsächliche Mahlzeiten geflossen ist. Das heißt, dieses 103 Other, ich glaube, das sind vollwertige Mahlzeiten. 28 Mal zu trinken ist aber wesentlich zu wenig. Da hätte ich gerne ein bisschen mehr. Das heißt, wir machen erstmal noch ein paar. Wir machen noch mal ein paar zu trinken. Und jetzt hätte ich ganz gerne hier mehr Fässer. Und am besten ist wahrscheinlich, ich baue erstmal ein, zwei Fässer und mit P kann ich hier das Ganze nach oben schieben. So, ich baue erstmal ein paar Fässer. Ich weiß nicht mehr, wie viele ich noch im Lager habe. Und auf die Art und Weise sitzt nicht auf einmal mein Brauer auf dem Trockenen. So, schauen wir doch mal runter, wie das hier aussieht. Ja, noch nicht so gut, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Schade eigentlich. So, dann gucken wir mal. Er hier hat schon das eine oder andere Woodcraft gemacht. Wir schieben einfach nochmal nach. Und dann sehen wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Und dann werden wir das ganze Zeug hier schön an den Händler verschachern. Wir werden mal gucken, was wir da dann noch ergattern können, was der so alles dabei hat. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder und bis bald.